Hallo, es gibt ja eine ganze Menge Aufregerthemen im Bereich der Elektromobilität. Eins zum Beispiel wäre, wenn wieder mal eine politische Partei zum Beispiel behaupten würde, Elektroautos sind eh schlecht für die Umwelt, denn die fahren ja sowieso alle nur mit Kohlestrom. Es gibt also eine ganze Menge Themen, die immer wieder für heiße Diskussionen sorgen, und auch wir hatten gestern bei uns eine sehr heiße Diskussion innerhalb der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Das ist nämlich der Kanal, auf dem ihr jetzt gerade seid. Da ging es nämlich um Plug-in-Hybride und genauer gesagt um Plug-in-Hybride an Ladestationen. Aber was sich genau dahinter verbirgt, das erfahrt ihr gleich nach dem Intro. Einfach mal dranbleiben. Plug-in-Hybride, das ist ja für viele, die ein Elektroauto fahren, schon so ein Reizwort. Und gestern hatten wir nun die Situation, dass berichtet wurde von einer Schnellladestation bei einem bekannten Einzelhandelsunternehmen im Berliner Südwesten. Wir haben darüber auch schon berichtet. Und diese Schnellladestation wurde jetzt von einem unserer Mitglieder angefahren mit seinem batterieelektrischen Fahrzeug. Er wollte dort entsprechend einfach mal einkaufen und wollte die Zeit auch nutzen, sein Fahrzeug dann in der Zeit zu laden. Dafür ist die Station ja auch da, und die Station war besetzt. Aber die Station war, sagen wir mal, nicht besetzt durch batterieelektrische Fahrzeuge, sondern die Station war besetzt durch Plug-in-Hybride. Und sogar beide Anschlüsse, also sprich der AC-Anschluss und auch der DC-Anschluss. Ihr wisst vielleicht, es gibt bisher nur einen Plug-in-Hybriden, der auch DC laden kann. Das ist der Mitsubishi Outlander. Der kann am CHAdeMO-Anschluss laden. Und so waren also beide Ladeanschlüsse belegt. Dazu kam jetzt noch, dass der Plug-in-Hybride, wie es halt bei Plug-in-Hybriden an AC häufig so üblich ist, eher relativ langsam dort geladen hat, sprich die Ladestation kann an AC 43 kW. Es gibt ja viele Fahrzeuge, die das gar nicht ausnutzen können, und der Plug-in-Hybride dort lud mit ungefähr 3,3 oder 3,6 kW. Also eine Ladegeschwindigkeit, die auch entsprechend ist für viele batterieelektrische Fahrzeuge, zum Beispiel die alten Drillinge oder der alte Leaf oder auch Golf und so, die auch nicht viel schneller laden in den ersten Generationen, manchmal ist es vielleicht 6 kW. Also der lud da so langsam vor sich hin, eine Stunde, und der Mitsubishi Outlander am CHAdeMO, der nuckelte dort also auch mit relativ geringer Ladegeschwindigkeit. Wahrscheinlich war das Fahrzeug auch schon fast vollgeladen, und das führte so ein bisschen für Unmut. Müssen die Plug-in-Hybriden jetzt also auch noch die Schnellladestationen besetzen? Und darum entspann sich eine sehr heiße Diskussion, und das ist auch der Grund, warum ich für euch dieses kurze Video mache, denn ich möchte euch ganz kurz mal meine Meinung dazu sagen. Das ist aber wirklich definitiv nur meine Meinung, und ich weiß, dass es sicherlich dazu ganz, ganz viele Meinungen gibt. Wir sind nämlich wirklich diesmal ganz besonders gespannt auf eure Kommentare und eure Meinungen dazu. Bitte denkt aber dran, bevor ihr nachher einen Kommentar unter dieses Video schreibt, dass es nicht darum geht, irgendwelche Leute anzugreifen oder niederzumachen und zu beleidigen. Ich weiß, dass es bei diesem Thema sehr heiß hergehen kann, sondern wir wollen einfach mal versuchen, sachlich zu bleiben und vielleicht auch eine Art Lösung für das Problem irgendwie zu finden. Meine Meinung dazu ist relativ einfach. Eine Ladestation ist eine Ladestation. Wenn jetzt eine Ladestation als Schnellladestation ausgeführt ist, ist das natürlich besonders klasse. Also Schnellladestation bedeutet dann in dem Sinne, dass da DC-Anschlüsse dran sind, CCS und oder CHAdeMO. Und dass natürlich eigentlich die Idee ist, dass man an solchen Ladestationen sehr schnell lädt. Das heißt also schnell ranfahren, laden, 10, 20 Minuten, 30 Minuten vielleicht und wieder weiterfahren. Dass man an so einer Schnellladestation jetzt sehr lange steht, und sehr lange heißt eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht sogar länger als das, weil das eigene Fahrzeug eben zum Beispiel am AC-Anschluss nur
mit 3,3 oder 3,6 kW lädt. Da kann man sich jetzt sehr drüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ist auch gar keine Frage, sehe ich ganz genauso. Aber eine Ladestation ist eine Ladestation. Und diese Ladestation, genauso wie zum Beispiel auch bei großen Möbelhäusern, die inzwischen solche Stationen ja bauen, die aus Schweden kommen, das sind jetzt keine Ladestationen, die an Autobahnen stehen, sondern diese Ladestationen, die haben jetzt nicht den Sinn, zumindest ist das meine Ansicht, dass man dort innerhalb von 20, 30 Minuten Strom lädt, um dann die nächsten 150 oder 200 Kilometer weit zu fahren zum nächsten Schnelllader, sondern die stehen dort, um allen Fahrzeugen die Möglichkeit zu geben, während des Einkaufs zu laden. Während des Einkaufs, das ist der Fokus, der dabei liegt. Und da nun viele Fahrzeuge halt auch die Möglichkeit bieten, DC zu laden, hat man sich, das ist zumindest, denke ich mal so, dafür entschieden, bei dieser Einzelhandelskette dort eben diese 3-in-1-Lader hinzustellen, die halt auch schnell laden können. Ja, ich finde also, wenn jemand sich an die Regeln hält, die dort vor Ort vom Betreiber vorgegeben werden, zum Beispiel die maximale Ladezeit oder auch zum Beispiel die Zeit, wann man diese Station nutzen kann oder zum Beispiel, dass man diese Station nur nutzen kann, wenn man dort auch wirklich Kunde in diesem Laden ist, nur als Beispiel, dann kann derjenige da laden und dann ist es auch im Prinzip völlig egal, ob der jetzt ein Elektroauto hat, was mit 3 kW, 10, 20 oder 50 kW lädt oder ob jemand da mit dem Roller rangeht und sich mit dem Roller oder mit dem Twizy ransteckt, der vielleicht nur, ich weiß nicht, 2 kW oder noch weniger lädt. Das ist natürlich dann, die Station ist dann überdimensioniert, sagen wir mal, für dieses Fahrzeug, aber es ist eben so, diese Station ist eben so ein Allround, eine Allround-Ladestation für alle möglichen Fahrzeuge. Ich bin also der Meinung, leben und leben lassen, lass die Leute doch dort laden, wenn sie sich entsprechend an die Regeln halten. Und wie schon gesagt, die Regeln gibt entweder der Betreiber vor. In dem Fall ist es so, dass man dort 90 Minuten den Parkplatz nutzen kann und der Parkplatz umschließt dann auch die Ladestation. Manchmal werden die Regeln auch von den Mobility Service Providern vorgegeben, also einfach gesagt von den Firmen, mit denen ihr abrechnet. Ich nenne mal ein Beispiel. Maingau Energie zum Beispiel hat ja mal vorgegeben zwischendurch, dass man 2 Stunden zum kilowattstundenbasierten Tarif laden kann mit der Karte, mit dem Angebot und danach pro Minute eine Strafgebühr bezahlen muss, weil die halt sagen, also in der Regel ist man nach 2 Stunden vielleicht fertig mit dem Laden oder hat zumindest so weit geladen, dass man dann auch mal die Ladestation bitte wieder frei machen kann für den nächsten. Dann gab es aus der Community ja sehr viel Diskussion darum. Inzwischen hat Maingau das angehoben auf 4 Stunden. Will damit nur sagen, die Regeln werden also zum Teil, und zwar meistens von den Betreibern ausgegeben und zum Teil eben auch von den Mobility Service Providern. Ich erinnere in dem Zusammenhang nochmal an das Berliner Modell. Hier haben wir ja den Fall, wir haben unter anderem in dem Video über WeShare darüber berichtet, wir blenden das mal nochmal den Link dazu ein, dass das Berliner Modell ganz klar sagt, wer an einer öffentlichen Ladestation lädt, der hat bitte die Beschilderung zu beachten und die sagt halt aus, dass man dort ladend von 8 bis 18 Uhr 4 Stunden stehen darf. Bitte daran auch halten, das gilt nicht nur für privat, das gilt auch für Carsharer, bitte haltet euch da dran. Ja, also meine Meinung ist ganz klar, wer sich an die Regeln hält, der kann da laden. Ihr habt vielleicht andere Meinungen dazu, dann bitte schreibt die doch mal ganz fleißig unter die Kommentare. Wir sind sehr gespannt, wie ihr dazu steht. Sollen, dürfen, können auch Plug-in-Hybride an Schnellladestationen laden, egal wo die sind. Bitte behaltet ein kleines bisschen im Hinterkopf, dass es inzwischen auch Plug-in-Hybride gibt, die auch schon einen deutlich größeren Akku haben. BMW bringt jetzt zum Beispiel einen raus mit einem 24-Stunden-KW Akku. Das ist schon mehr oder genauso viel wie damals der erste Leaf hatte. Und ich glaube, ich zumindest glaube, und jetzt provoziere ich mal so ein kleines bisschen, wir würden auch nie auf die Idee kommen, wenn dort ein alter Leaf oder ein Drilling steht, also ein Ion oder ein C0, iMeef, dem vielleicht einen Zettel ranzumachen und zu sagen, pass mal auf, Junge, du hast hier nichts zu suchen, so ungefähr. Ja, du lädst hier viel zu langsam. Der könnte sich auch an AC ranstecken, ist gar kein Problem. Ja, wie gesagt, das war's. Das soll es gewesen sein für den Augenblick. Ich bin unheimlich gespannt. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Vielleicht lasst ihr ein Abo da, das wäre super. Je mehr Abos wir haben, desto größer wird unsere Reichweite, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch, spannende Interviews zu machen. Und ich bin sehr gespannt. Und das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.